Ich werde über soziale Orte, ein Konzept zur Stärkung des lokalen Zusammenhalts, sprechen und freue mich hier, Ergebnisse aus einem gemeinsamen Projekt mit Berthold Vogel vom SOFI in Göttingen vorzustellen, gefördert vom Forschungsministerium. Wir sind zwar schon durch, denn das Projekt lief 2017 bis 2020. Das hat stattgefunden in zwei Landkreisen, Waldeck-Frankenberg und Saalfeld-Rudolstadt. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich auch Burkhard Kolbmüller schon gesehen habe, der ja später in einer Session dabei sein wird. Und der wird vielleicht das eine oder andere auch hier erkennen. Es liegt natürlich nahe, dass wir, dass Corona die Frage nach Zusammenhalt und Solidarität mit ganz neuer Dringlichkeit auch stellt. Werden wir solidarischer sein, wie Heinz Bude in seinem 2019 veröffentlichten Buch Solidarität vermutet? Können wir gar nicht anders als solidarischer sein, weil die Verwerfungen, die auftreten, die Not der Menschen uns solidarischer und mitfühlender macht? Oder wie Berthold Vogel und ich vielleicht eher etwas dystopischer vermuten, drohen neue Verteilungskämpfe und sind die sozialen Ungleichheiten vielleicht so groß, dass unsere Gesellschaft eben nicht näher zusammenrückt, sondern wir stärkere Spannungen und Polarisierungen erleiden. Für unser Thema heute scheint es mir aber trotzdem wichtig und hoffnungsvoll zu sein, dass wir durch die Corona-Pandemie auch ganz neue Aufmerksamkeit für öffentliche Güter und Dienstleistungen, also Gesundheit, Wohnqualität, Kultur und so wie auch öffentliche Institutionen erlangt haben. Ist das vielleicht das Boot, auf dem wir doch neue Staatlichkeit wieder zum Laufen bringen können? Wie und wo entsteht denn eigentlich Zusammenhalt? Und wo begegnet sich die Gesellschaft nach Corona noch, wenn die Innenstädte verwaist sind, unsere belebten sozialen Orte möglicherweise gar nicht wieder die Türen öffnen können, weil sie die anderthalb Jahre jetzt gar nicht überstanden haben, weil sie auf Mitwirkung und vielleicht auch auf Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen sind? Kinos werden sicher auch Verlierer sein. Was ist mit Kulturstätten, freischaffenden Künstlern? Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Also auch die Frage nach Verteilungskämpfen, wer ist noch dabei und wer wird auch in Zukunft dabei sein? Ganz kurz zu der Frage, wie und wo entsteht Zusammenhalt? Die Zusammenhaltsforschung, die empirische Zusammenhaltsforschung, ist eigentlich eine relativ junge Wissenschaft, wohingegen die theoretische Auseinandersetzung mit Zusammenhalt eigentlich so alt ist wie die Soziologie überhaupt. Und sie ist die Frage der modernen Gesellschaft. Wie können eigentlich funktional differenzierte Gesellschaften, die so viele unterschiedliche Milieus, Arbeitsstätten und dergleichen haben, eine gemeinsame Glocke finden, eine Art Band, an dem wir zusammenkommen. Es war natürlich früher der Nationalstaat. Da sind wir uns jetzt nicht mehr so sicher, wie wir da weiterkommen. Aus unserer Soziale-Orte-Konzeptforschung wissen wir aber aus den beiden Landkreisen, dass sozialer Zusammenhalt von Bürgerinnen und Bürgern vor allem im Nahbereich erlebt wird. Also sozialer Zusammenhalt ist das, was Menschen unmittelbar vor Ort erleben. Das zeigt sich auch in den empirischen Studien, die unterschiedliche große Forschungsinstitute bereits veröffentlicht haben, zu diesem seltsamen Paradoxon von mir geht es gut, aber Deutschland geht es schlecht. Wie kann das sein, dass Menschen sagen, meinem Freundeskreis ist gut, meine Nachbarschaft funktioniert, ich habe viel Solidarität erfahren während der Corona-Pandemie und jetzt gleichzeitig aber sagen, aber unser Zusammenhalt ist gefährdet. Und das im Übrigen nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern eigentlich schon seit etlichen Jahren. Genau. Da kann eigentlich die Antwort nicht sein, abhängen, absiedeln, abwickeln. Das kann nicht die Perspektive für eine kohäsive Gesellschaft sein. Das ist natürlich ein normativer Begriff. Kohäsion meint, und so wie häufig zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung Zusammenhalt versteht, ist das die gute Gesellschaft, an der wir uns orientieren, wo man sich gegenseitig unterstützt. Bevor diese Frage wieder nachher kommt, Zusammenhalt ist nicht per se gut. Natürlich haben wir gerade dort, wo Menschen sich sehr eng zusammenschließen und gegen andere abschließen, besonders hohen Zusammenhalt. Also, Zusammenhalt ist nicht per se gut. Wir können ihn aber, und das liegt in unserer Hand, demokratisch gestalten. Und dazu gehört es auch, dass wir neue, andere Institutionen der Konsensfindung, der Konfliktmoderation, der Balance, der sozialen Teilhabe und der Öffentlichkeit
produzieren, gestalten und entwickeln. Also soziale Orte, weil sie der Transmissionsriemen sind. Ich komme gleich noch dazu, wie sie das machen. Weil soziale Orte Ankerpunkte sind der Begegnung und der Mitwirkung. Sie sind im Grunde ein Transmissionsriemen zwischen dem Nahraum, meiner Nachbarschaft und der Gesellschaft. Wenn wir nachher noch Zeit haben, kommen wir vielleicht noch darauf, dass das besonders für Menschen, die in prekären Lebensverhältnissen sind, ein ungeheuer wichtiges Moment ist, dass wir einen Transmissionsriemen oder einen Anker zwischen dem privaten Leben, den ganz kleinen Netzwerken, die oft Menschen in Armut haben, und der Gesellschaft. Wie gesagt, stelle ich in Aussicht, können wir noch drüber reden. Also, wie machen eigentlich soziale Orte das, dass sie zu diesen Ankerpunkten oder Transmissionsriemen werden? Ich kann jetzt eigentlich nur die Namen aufrufen von sozialen Orten, die wir in Waldeck-Frankenberg und Saalfeld-Rudolstadt untersucht haben. Es sind auch nicht alle dabei, es ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Sie finden all diese Fallbeispiele in unseren beiden Heften und ich habe am Ende in der Präsentation auch noch einen Link auf ein Magazin, schön bunt, in dem Sie all das nochmal nachlesen können. Also jetzt aber erst einmal die Frage, wie kann es gelingen, dass diese Ankerpunkte auch entstehen? Und ich komme dann dazu, was macht diese Ankerpunkte aus und wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Wie kann das gelingen? Durch die Organisation von zivilgesellschaftlichem Dialog, zum Beispiel Schwarzburger Gespräche, eine besondere Initiative zur Förderung der Demokratie im Landkreis, durch groß angelegte regionale Vernetzung, Zukunftswerkstatt Schwarzertal, da werden Sie vielleicht von Burkhard Goldmüller noch gleich etwas zu hören, aber auch durch die Möglichkeit der Integration. Das kann einerseits Geflüchtete bedeuten, andererseits Seniorinnen und Senioren, aber auch arme Menschen. Da haben wir zwei Fallbeispiele, eins aus Saalfeld und eins aus Diemelstadt in Hessen. Wir finden aber auch ganz neue Formen, zum Beispiel eine Genossenschaftskneipe in einem ganz winzigen Ort, Dalwigstal in Hessen, wo die Bürgerinnen und Bürger sich zusammengeschlossen haben und eine Gastwirtschaftskneipe, Dorfgenossenschaftskneipe entwickelt haben. Wir haben aber auch eine solidarische Landwirtschaft dabei. Und wir haben natürlich auch etwas wie die Rückeroberung des öffentlichen Raums. Zwei Fallbeispiele, einmal Löhlbach in Hessen und die Stadtbegrünungsinitiative Rudolstadt blüht auf. Jetzt würden Sie natürlich sagen, und ja, das haben wir jetzt hier so ein Kesselbuntes. Ja, da kann ja eigentlich jeder sagen, soziale Orte finde ich ja jetzt irgendwie überall. Ne? Fällt mir auch unser Bürgerbad ein. Ja, was ist jetzt eigentlich damit? Also die Frau Neu hat ja jetzt natürlich wieder hübsche Beispiele, möglichst auch mit bunten Fotos, aber was machen diese sozialen Orte und warum brauchen wir die eigentlich? Und gibt es irgendwas, was sie verbindet? Und in unserer bald vierjährigen Untersuchungszeit haben wir sehr wohl herausgefunden, dass es all diese Orte etwas Verbindendes haben. Und in den nächsten drei Folien komme ich dazu jetzt, was sie eigentlich trotz ihrer Vielfalt verbindet. Und warum wir nicht so sehr darauf schauen sollten, was das für Projekte sind, sondern wie sie sich aufstellen und was sie eigentlich uns auch für diese neuen Akteurskonstellationen mitgeben, über die wir ja heute auch sprechen wollen und über diese Netzwerke. Soziale Orte sind, wir sprechen gerade sehr viel auch über dritte Orte nach Ray Oldenburg, The Great Good Place. Aber soziale Orte sind nicht nur über, sagen wir mal, unspektakuläre Treffpunkte wie eine Bäckerei, sondern sie sind Orte, an denen tatsächlich konkret etwas passiert und an denen Menschen sich eben auch wirklich zusammenschließen, um einen konkreten Bedarf der Gemeinschaft darauf zu reagieren, den anzugehen und vielleicht auch, gerade wenn der demografische Wandel besonders zugeschlagen hat, hier einige Ideen dagegen zu entwickeln. Es kann aber auch, wie in Diemelstadt, zum Beispiel sein, dass Neubürger durch die Flüchtlingskrise gekommen sind. Also was ist der konkrete Bedarf vor Ort in der Gemeinschaft? Darauf antworten soziale Orte. Und das ist schon mal sehr wichtig. Und sie binden natürlich bürgerschaftliches Engagement. Sie sind einerseits Ankerpunkte für bürgerschaftliches Engagement. Sie schaffen aber gleichzeitig auch wieder bürgerschaftliches Engagement. Und dadurch natürlich auch Zusammenhalt. Weil dort etwas passiert und wir wissen aus unserer Forschung, dass Menschen immer dann sagen, dass sie sehr eng zusammenstehen oder zusammenhalten, wenn sie gemeinsam etwas tun und wenn man sich häufig begegnet. Und damit sind sie auch Stärken der lokalen Demokratie, weil sie eben inklusive Orte sind, an denen unterschiedliche Gruppen zusammenkommen.
Das heißt nicht, dass wir es mit einem Phänomen der Totalinklusion zu tun haben müssen. Also diese Vorstellung, die häufig genährt wird, ein Projekt ist immer nur dann erfolgreich, wenn 100% dabei waren, das muss gar nicht sein. Wir haben oft einen Kern von besonders Aktiven und um die scheren sich dann viele andere, die vielleicht auch nur bei einem Kuchen oder mal bei einem Festchen vorbeikommen oder vielleicht auch nur stänkern, vielleicht auch mal eine Tomate werfen. Trotzdem passiert über diese Orte irgendetwas. Sie sind nämlich auch Konfliktorte. Und das heißt nicht, dass das immer gut gehen muss, sondern dass man miteinander darüber einen öffentlichen Diskurs führt. Zu unserem heutigen Thema. Lassen Sie sich nicht verwirren von der Folie. Es geht mir darum zu sagen, dass diese sozialen Orte eher nicht klassische Vereinskonstellationen sind. Es sind eher neue Akteurskonstellationen aus Verwaltung, aus Unternehmen, aus Zivilgesellschaft. Und dabei ist nicht von vornherein immer klar, was die denn da eigentlich machen. Und das sind unsere schönen, das soll absichtlich etwas unübersichtlich sein, dass es je nach Projekt mal sehr unterschiedlich sein kann, ob die Verwaltung Raum- und Ressourcengeber ist. Wer ist derjenige, der hier die Motivation hat? Wer geht los? Wer promotet das Ganze? Das kann zum Beispiel die Wirtschaft sein, wenn sie Geld gibt. Das kann auch vor allem die Kommunalwirtschaft sein, die hier auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Also wer jeweils in diesen Konstellationen zusammenfindet, ist gar nicht von vornherein klar. Was aber uns immer wieder sehr, sehr viel Kritik bei unseren Vorträgen einhandelt, dass wir sehr klar sagen, die Verwaltung ist hier ein ganz entscheidender Faktor. Denn all diese, mögen die noch so unterschiedlich sein und auch die einen sind ganz winzig und die anderen sind ganz groß, ist trotzdem Verwaltung ein wichtiger, nicht nur Motivator, teilweise auch hier auch ein Motor, der diese sozialen Orte erst angeregt hat. Also es heißt nicht unbedingt, dass Bürgergesellschaft immer nur top-down oder bottom-up funktioniert, sondern es kommt immer auf die Belange und die Bedarfe vor Ort an. Und damit komme ich auch schon fast zum Schluss. Die Bedingungsfaktoren sozialer Orte. Es ist nämlich nicht so, dass Menschen zusammenkommen, wenn die Situation schon vollkommen am Ende ist. Albert O. Hirschman hatte vor vielen Jahrzehnten schon gesagt, dass es vollkommen falsch ist zu glauben, dass wenn die Lage im Grunde aussichtslos ist, dass dann bürgerschaftliches Engagement sich regen würde. Nein, das ist nicht so. Und auch in unseren sozialen Orten ist ganz klar, dass sie alle auf das Vorhandensein und Vorhalten öffentlicher Infrastruktur angewiesen sind. Wir haben es eben nicht mit Orten zu tun, in denen gar nichts mehr funktioniert. Und das ist ganz entscheidend, dass wir tatsächlich überhaupt diese Orte finden, an denen sich etwas anlagern kann und daraus dann auch ein sozialer Ort entstehen kann. Was diese öffentliche Infrastruktur ist, Verzeihung, ist aber gar nicht von vornherein gesagt. Die öffentliche Verwaltung, ich hatte sie schon gelobt, ist offen für partizipative Prozesse und innovative Kooperationen und ist auch in einigen unserer Fallbeispiele aus den beiden Landkreisen durchaus selbst Initiator gewesen. Also sie sind eben nicht immer nur die bösen Bremser, sondern sie sind diejenigen, die auch manchmal auf Bürgerinnen und Bürger zugehen. Und andererseits sind aber Bürgerbäder gelegentlich auf die Wasserfüllung der Stadtwerke angewiesen, weil sie sonst das gar nicht wirtschaftlich leisten können und die Anreinigung, die dann auch unternommen wird von den Stadtwerken. Also so sehen wir, dass diese Koproduktion von Gemeinwohl ohne Verwaltung gar nicht funktioniert. Und das wissen wir, wir brauchen überdurchschnittlich engagierte und innovative Akteure. Und dann kommt etwas, was neben der Verwaltung noch weiterhin zu Verstörung führt, nämlich, dass diese sozialen Orte gar nicht nur ein Projekt sind, sondern sie sind Prozesse. Und was heißt das denn, dass irgendetwas ein Prozess ist? Dass ein sozialer Ort ein Prozess ist, ist ja irgendwie seltsam. Das meint aber letztlich nur, dass diese sozialen Orte sich selber beigebracht haben, wie sie Fragestellungen lösen, und wie sie nach der Bewältigung eines, sagen wir mal, einer Aufgabe eine nächste angehen. Sie lernen also selber, sie bringen sich selbst bei, wie sie solche Dinge angehen und wie sie damit auch über sich hinauswirken können. Weil sie sind nämlich alle sehr gut vernetzt und auch eingebunden.
Sie sind also keine Solitäre und sie setzen nicht auf Solospieler, auch wenn sie aktive Akteure brauchen. Bevor ich zur letzten Folie komme, das ist natürlich ungeheuer voraussetzungsvoll. Wenn Sie sich aber die einzelnen Beispiele der sozialen Orte angucken und sehen, dass es manchmal nur sehr wenige sind in sehr kleinen Orten, dann relativiert das Voraussetzungsvolle schon ein wenig. Es ist aber eine große Herausforderung für die Politik, dass man Prozesse fördert und nicht Projekte. Weil es ist fast unmöglich, in der Verwaltung einen Prozess zu fördern. Das heißt, dass Menschen einen Prozess in Gang der ländlichen Entwicklung zum Beispiel, aber auch der Quartiersentwicklung in Gang setzen, der nicht nach 3 Jahren abgerechnet ist. Wir würden es aber gerne in unserem Team mit Jens Kersten, Berthold Vogel und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gerne dabei bewenden lassen, sondern wir würden gerne in Zukunft auch in Ergänzung zum zentralen Ortekonzept ein soziales Ortekonzept initiiert sehen und arbeiten da seit vielen Jahren auch an einer Art von Programm. Weil es geht darum, dass wir diese Art von neuen Infrastrukturen und neuen Akteurskonstellationen auch förderfähig machen wollen und dass wir sie eben auch in die Politik integrieren, damit eben auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister etwas in der Hand haben, um zu sagen, da gehen wir rein und da haben wir auch eine Handhabe. Und damit es eben nicht immer nur bei Best-Practice-Beispielen bleibt, die aber dann irgendwie doch immer versanden. Und damit steht das soziale Ortekonzept eben durchaus für eine veränderte Sichtweise, dass es sich lohnt, Kleinstädte und ländliche Räume zu betrachten, aber auch abgehängte Stadtquartiere. Dass es wichtig ist, das öffentliche Engagement nicht nur wertzuschätzen, sondern tatsächlich ihm auch Handlungsspiele zu geben und eben auch das Prinzip der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu verteidigen, was ich nach wie vor für ein ungeheuer großes Integrationsprogramm halte, das wir nicht leichtfertig aufgeben sollten. Also worum geht es? Es geht darum, dass wir uns klar werden, welche Rolle öffentliche Institutionen und Infrastrukturen für unser Zusammenleben und auch für das Engagement und die Vernetzung spielen. Wir brauchen also eine Neuinterpretation des Gleichwertigkeitsgrundsatzes, aber wir sollten definitiv daran festhalten und wir brauchen flächendeckende Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von daseinsvorsorgenden Leistungen und öffentlichen Institutionen auch in der Fläche. Wir brauchen einen anwesenden Sozialstaat, der Schutz, Teilhabe und Mitwirkung ermöglicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich ein Update brauchen und eine Blutzufuhr der Bürgergesellschaft. Ich glaube, das geht wieder darüber hinaus, dass der aktive Bürger es dann am Ende irgendwie richten soll. Und es geht natürlich auch um die Wiederbelebung des öffentlichen Raums. Und das gerade nach Corona, da werden wir sicher noch einige Zeit und Kraft und Geld investieren müssen. Ich fürchte mich aber so ein bisschen davor, dass es dann heißt, nee, Geld ist jetzt leider aus. Und wir brauchen, wenn wir politisch werden, eine Politik des Zusammenhalts, die eben auch territoriale und soziale Integration in einer digitalen Wissensgesellschaft ermöglicht. Vielen herzlichen Dank. Soweit von mir. Ich freue mich auf die Diskussion und meine beiden Kommentatorinnen. Danke Ihnen.